Ich habe zu diesem Thema schon mal einen Text produziert, der ist ungefähr viermal so lang wie mein Vortrag. Und ihr wohnt jetzt der verkrampften Versuch bei, das zu kürzen, ohne zu zerstören. Ich werde also manchmal hier verzweifelt an meinen eigenen handschriftlichen Übergangsnotizen rumkrabbeln und es wird ein rhetorisches Debakel vor dem Herrn. Und das, es kommt ja auf den Inhalt an, sagt man an der Stelle immer. Ne? Ich werde also in den kommenden 75 Minuten eine Besichtigung linker Heimatverteidigung durchführen. Nach der Kommentierung aktueller Stimmen erwarten euch folgende Autoren und Publikationen. Peter Pilz, Heimat Österreich, eine Selbstverteidigung. Christoph Türke, Heimat, eine Rehabilitierung. Ästhetik und Kommunikation, Heimat, Sehnsucht nach Identität. Edgar Reitz, Drehort, Heimat, an den Titeln merkt ihr, ich wartete durch Schlamm. Hermann Peter Piewit und Gleichgesinnte versus Eike Geisel und Wolfgang Port, in den frühen Disputen um Heimat in der Konkret. Götz Eisenberg, Arbeitswut und Überfremdungsangst. Guillaume Paoli, die lange Nacht der Metamorphose. Johannes R. Becher, schöne deutsche Heimat und der Heimatkult in der DDR. Und zum Schluss Ernst Bloch, der große Stichwortgeber bzw. Legitimator aller Heimatfreunde, von und über den ich in den vergangenen 6 Monaten mehr gelesen habe als in meinem ganzen Leben zuvor. Ich erlaube mir also und halte es für nötig, Zeitsprünge. Ich beginne mit Aktualität, gehe in den Heimatboom, den ersten großen linken Heimatboom Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, komme nochmal zurück in die aktuellen Bücher und gehe dann einen Schritt noch weiter zurück in die frühe DDR und zu Ernst Bloch. Ihr werdet ganz bestimmt einige der Namen nicht kennen und gewiss von denen, die ich hier bearbeitet habe, kaum etwas oder einigen kaum etwas gelesen habe. Deswegen will ich sagen, ich habe sie nicht ausgewählt nach der Maßgabe ihrer Bekanntheit oder ihres großen oder kleinen Bedeutung für historische und aktuelle Heimatdebatten. Ausgewählt habe ich sie neben dem Zufallsfaktor natürlich, was ich kenne und was ich nicht kenne, nach dem Kriterium, dass jeder stellvertretend steht für eine Position, die im linken Heimatdiskurs allgegenwärtig sind, manche natürlich in besonders drastischer Weise. Ich kommentiere im Gegensatz zu meiner schriftlichen Fassung sehr knapp und hoffe auf den Effekt, dass das vorgestellte Material für sich selbst spricht. Manchmal diese Hoffnung geht manchmal auf und manchmal auch nicht. Ich habe mich vorgestern noch entschieden, folgende Autoren, die in meiner schriftlichen Fassung eine Rolle spielen, rauszukürzen: Oskar Nicht, Georg Seestern, Kurt Tucholsky und natürlich Jean Améry, mit dem ich ehrlich gesagt auch noch nicht inhaltlich ganz fertig bin. Danach kann ich also befragt werden. Ich fühle mich doch kompetent. Der rote Faden durch das Labyrinth der einzelnen Besichtigung soll meine Methode sein, ist, ich werde mich gegen die Trivialisierung des Heimatbegriffs, die einen allgegenwärtig anspringt, ins Arglose, Harmlose und Unverdächtige stellen. Heimatliebe ist nicht nur eine Irrationalität der Menschen und am Bann der Irrationalität des Ganzen. Das gilt ja für viele Ideologien. Heimatliebe ist eine besondere Ideologie, die nicht, wie das bei anderen der Fall ist, eine progressive Illusion innewohnen kann. Sie ist pathisches Vorurteil. Insofern ähnelt sie dem Nationalismus, dessen Fundament und nicht Widerpart sie ist, als harmonisch vorgestellte Gemeinschaft. Zitat: Gesundes Nationalgefühl vom pathischen Nationalismus zu scheiden, ist so ideologisch wie der Glaube an die normale Meinung gegenüber der Pathogen, schreibt Adorno. Denn unaufhaltsam sei die Dynamik des angeblich gesunden Nationalgefühls nach rechts. Dem Begriff Heimat wohnt diese gleiche Dynamik inne.
untrennbar inne. Das kann man vielen linken, gesunden, trivialisierenden Interpretationen ablauschen. Oft muss man auch nicht lauschen, dann dröhnt das ungefähr so laut wie Heavy Metal. Und er vermag auch nicht, eine Utopie zu entwerfen, die nicht mit konservativen oder reaktionären Versatzstücken entwertet wäre. Das will ich an Ernst Bloch beweisen. Mein jetzt beginnender Vortrag, 75 Minuten, ist eine Polemik, das heißt unausgewogen. Und es bedeutet, Unausgewogenheit bedeutet auch immer darauf zu verzichten, zu erwähnen, was man an einem kritisierten Autor auf anderen Feldern der Reflexion schätzt. Einleitung. 20 nach 75, muss ich schaffen. Oft ist der Begründung für das Postulat ja anzumerken, wie sehr es um bloße Kopie rechter Schlüsselworte geht. Wenn ich zum Beispiel im sozialdemokratischen IPG-Journal unter dem Titel Linke Heimat lese, den Rechten müsse die Deutungshoheit abgerungen werden und dazu seien blutleere Begriffe wie der Verfassungspatriotismus nicht in der Lage, die menschlichen Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, Stolz, Selbstachtung, Ehre, Halt und Sicherheit zu befriedigen. Eine emotionale Bindung verspricht nur der Begriff Heimat. Dann haben wir in diesem kurzen Sequenz schon mal mindestens drei große Schlüsselworte aus dem Repertoire der Rechten, denn eigentlich Stolz und Ehre, das ziert eigentlich Kriegerdenkmäler, und die bürgerliche Demokratie mit der Assoziation blutleer zu belegen, hat es schon in sich. Deutlich umsichtiger verfährt das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus aus dem Argumentverlag, weil darauf hingewiesen wird, dass Luxemburg und Lenin auch bei genauester Lektüre kein einziger heimatfreundlicher Halbsatz abzupressen ist und sich bei Marx nur Spott findet auf die Verwandlung des Kommunismus in Liebesduselei, der die trauten Gefühle des Familienlebens, der Heimatlichkeit, des Volkstums nicht zerstören, sondern nur erfüllen wolle. Umsichtiger also, aber dann doch mit der bekannten Pointe, also dem Bedauern, dass die Linke aufgehört hat, die Dialektik um Heimat auch nur zu denken. Ob und wie Heimat als emanzipatorischer Begriff genutzt werden kann, ist stets neu auszufechten. Der Nachweis, dass sich hinter Begriffen entschlüsselbare Sehnsüchte verbergen, der ist nicht belanglos, denn er erklärt ihre stete Reproduktion unter kapitalistischen Verhältnissen, aber niemals ein Grund, sie zu übernehmen. Es gibt schlicht und einfach falsche Bedürfnisse und Sehnsüchte. Nehmen wir den Slogan aus Liebe zu MV, der bei der Linkspartei in der Landtagswahlkampf Mecklenburg-Vorpommerns per Beschluss auf jedem Plakat stand. Natürlich ist er konformistisch und auch im engsten Sinne pathogen, weil die Behauptung, man könne eine Gebietskörperschaft lieben, schon ein ganz schönes Plemplem voraussetzt. Aber die Parole, lautet in der Übersetzung zugleich, dass in der Linkspartei eben kein Platz ist für Menschen, die Mecklenburg-Vorpommern nicht lieben. Weder Land noch Leute, kein Platz für Nestbeschmutzer, Kritikaster, und das heißt immer auch kein Platz für Zugereiste und Fremde, die das eben nicht zu vermögen. Die bewusste Pauschalität dieser Formulierung schließt allereinfachste Reflexion aus, zum Beispiel die, ob es woanders schöner ist. Meinetwegen auch nur die Natur. Es gibt diese schöne Passage bei Adorno, dass man jeder Natur Schönheit abgewinnen kann, dass die Landschaft der Toskana aber dennoch schöner sei als das Umland von Gelsenkirchen. Also die Parole siedelt in Wirklichkeit an der urdeutschen Geschmacksverirrung, die das Lied Kein schöner Land in dieser Zeit auf den Punkt
Ein anderes, rein konformistisches Beispiel: der Saarländische Landesverband gab kürzlich bekannt, die Linke unterstützt Heimatshoppen in Burbach. Die Aktion, so der Ortsvorsitzende der Linke, sei ein aktiver Beitrag dazu, die kleinräumige Wirtschaft im Stadtteil zu erhalten. Von daher könne man die ansässige Bevölkerung nur ermuntern, an den teilnehmenden Geschäften einzukaufen, die im Sanitätsbereich und in den Bereichen Fleisch, Fisch, Schuhe oder Wein im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Produkte anböten. Hier kann man erkennen, Gammelfleisch ist immer das Fremde und natürlich sehen das alle Parteien so, man spielt hier Made in Germany im Kleinen und da würde es absolut stören, etwa nach den Arbeitsbedingungen der Verkäuferinnen oder der Auszubildenden zu fragen. Kommen wir zum thürischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und suchen weiter in unserer Verzweiflung nach einem linken, also irgendwie andere Besetzung des Begriffs Heimat. Er sagt: Auch das Wort Heimat lasse ich mir nicht nehmen, da bin ich stur. Wir haben, und das unterstütze ich sehr, ein breit angelegtes Brauchtum in Thüringen. Menschen wollen über Heimat reden, wollen ihre Trachten pflegen. Das war lange verpönt, aber wenn jemand seine Heimat als Schutzraum sieht, dann soll er diesen Schutzraum haben. Das Bekenntnis zu Brauchtum, Trachtenpflege und Volkstanz ist natürlich das Lob der Borniertheit und ziemlich weit entfernt vom Postulat in Erziehung nach Auschwitz, das bekanntlich verbot, sentimental irgendwelche besonderen Qualitäten des Landlebens, die verloren zu gehen drohen, anzupreisen. Und die Entbarbarisierung des Landes für eines der wichtigsten Erziehungsziele hielt. Aber das Schlüsselwort im Ramelow-Zitat, das verdient wirklich Aufmerksamkeit. Wenn jemand seine Heimat als Schutzraum sieht, soll er diesen Schutzraum haben. Also ein Blick auf Wikipedia lässt einen erkennen, ein Schutzraum ist ein gegen Einflüsse aus der Umgebung abschließbarer Sicherheitsbereich. Es gehe um Bunker und Luftschutzkeller, Schutzräume schützen vor thermischer Strahlung, chemischen und biologischen Verunreinigungen der Luft. Wem beim Wort Schutzraum der Abwehr von giftigen Einflüssen nicht auffällt, dass hier der fremde Mensch und die Spuren der Zivilität für toxisch erklärt werden, dem kann ich kaum helfen. Peter Pilz wollte auch die Heimat den Rechten nicht überlassen. Ist so einer, der hat in Österreich die Grünen verlassen und dann dafür gesorgt, dass seine eigene Liste triumphal ins Parlament eingezogen ist und die Grünen unter die Sperrklausel gedrückt wurden. Das ganze Buch ist eine einzige Kampfschrift gegen die vermeintliche Humanitätsduselei seiner ehemaligen Partei. Er schreibt zum Beispiel: Heute sind wir gezwungen, unsere Heimat Österreich zu verteidigen. Schreibt er in dem Stil, das klingt wie: Ab heute wird zurückgeschossen, denn die Zahl der Zugewanderten habe eine kritische Grenze überschritten und überhaupt wollen wir keine illegale Einwanderung und keinen ungeregelten Zuzug von Wirtschaftsflüchtlingen, ein staatliches Organisationsversagen wie im Jahre 2015 darf nie wieder geschehen, weshalb keiner mehr durchkommen dürfe, wer den Wertekatalog des einzigartig zivilisierten Österreich nicht akzeptiert, kann wieder gehen, das heißt, wird abgeschoben. Es wird dann noch kombiniert mit, man muss gegen Spekulanten vorgehen und die Militärkapellen müssen ausgebaut werden, weil sie das Fundament der Dorfmusik sind. Das ist so, also dass er die Grünen damit besiegt hat, sagt schon einiges über die Qualität der sogenannten Zivilgesellschaft aus. Und solche Dinge sind eindeutig Orientierungspunkt für die Schroffheiten und Beleidigungen, die sich Wagenknechts aufstehen, Leute, gegen antirassistische Anstrengungen rausnehmen. Ich komme jetzt also zu Christoph Türke,
Wir sind noch so in der Aktualität, das sieht sehr idyllisch aus, das Bild ist sehr klassisch, Heimat. Rassenforschung, Heimatliebe, deutsche Opfer, Abteilung kritische Theorie, habe ich das genannt. Türke wollte vor geraumer Zeit die Rassenforschung den Rechten nicht überlassen. Er wollte ermitteln, Zitat, wie weit Merkmalsunterschiede sich über die Hautfarbe hinaus auf Temperament, Neigung, Begabung, Charakter erstrecken, und fragte, warum nicht zugeben, dass die Natur ihre Huld innerhalb der Rassen wie auch zwischen ihnen nicht gleichmäßig verteilt hat. Das ist ein bisschen zurückliegender Skandal, ich weiß, die Älteren erinnern sich, und politisch wollte er die Festung der von der Natur huldvoll beschenkten Rassen, die Festung wasserdicht machen, und schrieb, die Versorgungsanstalt Deutschland wäre selbst dann, wenn sie es ernstlich wollte, nicht in der Lage, eine großzügige Asylpolitik zu treiben. Der Sozialstaat untergrübe sich selbst. Das neuere Buch von Christoph Türke trägt den Titel Heimat, eine Rehabilitierung, und der Trick ist natürlich ein bisschen langweilig und von Sarrazin bekannt. Man rennt komplett offene Türen ein. Die Meinungsforschung hat ermittelt, dass Heimat in Deutschland noch beliebter ist als die Polizei. Ja, ihr lacht, die Polizei ist Deutschlands beliebteste Institution. Könnt ihr bei den Leipzigern Forschern noch gucken? Aber Heimat ist noch drüber, weil das keine Institution ist, kann das in der Kategorie nicht gefragt werden. Solche Zwischenbemerkungen bringen mich aus dem Zeitplan. Also er stilisiert sich zum Retter von etwas, das gar nicht gerettet werden muss. Der frei erfundene Ausgangspunkt von ihm ist die Behauptung, der materielle und emotionale Bedeutungsverlust des deutschen Nationalstaats habe stattgefunden. Da der Staat sparen muss, beeinträchtigt die Schwäche des Nationalstaats auch sein Ansehen, schreibt er. Die Nation hebt nicht mehr die Herzen wie eins. Die Dekomposition nationaler Gefühlsökonomie ermögliche nur noch die emotionale Bindung an Repräsentanz des Regionalen. So schreibt er, verkörpert die Anhängerschaft von Bayern München jenes bodenständige, ethnisch und kulturell besondere Bayern und habe sich liebevolle Regung zur heimatlichen Region erhalten. Ich war mal in der S-Bahn ziemlich bedrohlich von HSV-Fans umzingelt und hatte Angst, aber dann sagte ich mir, muss ich nicht haben, das handelt sich hier um Heimatforscher und Brauchtumspfleger. Jedenfalls entstünden, weil der Nationalismus im Rückwärtsgang sei, der Blödsinn ist so unfassbar, dass ich ihn unkommentiert lasse, entstünden Sehnsüchte, etwas ganz Legitimes, das Bedürfnis nach einer vertrauten, überschaubaren Umgebung. Und zwar immer mal, das war immer mal von lokalpatriotischen und bornierten Übertreibungen gefährdet, aber ein berechtigtes Bedürfnis ist. Gerade also der Ausgewogene, also der nicht überdehnte und überspannte Heimatbegriff, wenn sich also Überschätzung zur Schätzung mäßigt, dann kann das Versöhnliche der Vertrautheit zu ihrem Recht kommen, dann ist sie zwar nicht die perfekte heile Welt, aber nichts repräsentiert heile Welt so sehr wie sie. Dann ist sie, wenn auch nicht Versöhntheit, aber vielleicht ihr schönster Vorschein, dann entsteht dieser qualitativ neue Lokalpatriotismus. Meine Güte, das ist kritische Theorie um 2017. Pseudo-Ausgewogenheit führt wie immer in die Gleichmachung von Negation mit Blut- und Bodenideologie. Der Satz aus seinem Buch lautet, von der NPD bis zu den Autonomen, von der Bertelsmann-Stiftung bis zur Zeitschrift Konkret,
reicht die Unfähigkeit, die Heimat angemessen zu würdigen. Hier haben wir die Totalitarismustheorie angewendet auf den Heimatbegriff. Das Postulat, es ginge ihm um eine nicht national überformte Heimatliebe, bricht Türke wie alle anderen Autoren auch selbstredend systematisch. Es geht ihm immerzu um eine nationale Geschichtsschreibung. Und die geht so bei ihm: dass Täter zugleich auch Opfer sein können, warum soll das so schwer zu denken sein? Natürlich, schreibt er, sind Heimatvertriebene auch dann Opfer, wenn sie Deutsche sind, zumal es überwiegend Frauen und Kinder waren, die die Vertreibung an Ort und Stelle erlebten, deren Anteil an der Täterschaft am geringsten war. Deshalb sei dringend zu fragen, ob die Strafe gegen die Deutschen immer die richtige und auf verhältnismäßige Weise getroffen wurde. Das geht unübersehbar natürlich wie immer gegen die Rote Armee, meint Dresden, und stellt diese unverhältnismäßigen und sowieso eigentlich nur Frauen, Kinder und Unschuldige betreffenden Benesch-Dekrete an den Pranger. Deshalb schreibt er, könnte ein Zentrum gegen Vertreibung ein Ort der Aufklärung und der Verständigung sein. Man findet kaum einen deutschen Heimatfreund, der nicht am deutschen Opferstatus und der Verharmlosung der Täter werkelt. Ich gehe in die 80er Jahre ein bisschen der These, das ist alles zum allerersten Mal passiert, zu widersprechen und beleuchtet ein paar Exemplare des damaligen linken Heimatbooms. Ich fange an mit diesem Ästhetik und Kommunikation und betitel das tief in sich hineinfühlen, endlich stolz auf sein Kaff sein, Menschen mit Bäumen verwechseln und mit Nazis plaudern können. 1980 stellte das dem Image und dem Selbstverständnis nach linke Periodikum zutreffend fest. Es gibt einen neuen Heimatboom und gab diesen Sonderband Heimat, Sehnsucht nach Identität heraus. Vom besagten Boom hatte, um nur eines von ganz vielen Beispielen, die ich gelesen habe, zu erwähnen, auch der Wagenbach-Band Regionalismus gezeugt, dem Jean Améry eine wunderbare Polemik gewidmet hatte. Das geht darum, so spannende Fragen, ob man den schwedischen Nationalstaat zerschlagen muss wegen des Kolonialismus, mit dem Stockholm die Provinzen beherrscht und so. Also, das sind schon schöne Themen gewesen. Ne? Also, zunächst einmal spielt man immer Selbsterfahrungsgruppe und sucht nach seiner Identität. Also veranstalte eine Konferenz, in der es darum geht, was ein ganz tief im Innern verborgenen, unverrückbaren eigenen Wesen zu finden ist. Und kommt zu der erstaunlichen Erkenntnis, Heimat ist nicht nur die Basis für Identität, sondern gewissermaßen das Wesen der Identität. Heimat prägt, und zwar für immer und unentrinnbar. Dann kommt die Stufe der Selbstbezichtigung, auch das ist immer, muss so sein. Bisher sei linke Politik viel zu abstrakt gewesen. Abstrakt ist der Kampfbegriff gegen Gesellschaftskritik und Zersetzung. Das habe man sich an sich bemerkt, zu abstrakt. Und deshalb wolle man, Zitat, nun Heimat radikal subjektiv denken. Das ist die handelsübliche Formulierung für fühlen statt reflektieren. Sich nicht mehr bieten lassen, dass Genossen in Gelächter ausbrechen, wenn man für Bodenständigkeit gegen erzwungene Mobilität plädiert und wenn man, einer meiner liebsten Sätze, das Bedürfnis, zur Ruhe zu kommen, als Rebellion erkennt. Und sich deshalb fragt, warum konnte ich nicht ohne Arroganz auf die Leute in meinem Dorf zugehen? Man fragt natürlich der Erste, wieso links?
neu oder so, und sagt, muss eigentlich alles, was uns zum Problem wird, nach links ideologisiert werden? Können wir nicht mal zugeben, dass wir mit rechten, konservativen, Liberalen auch etwas gemeinsam haben, was wir Heimat nennen? Also ich fordere keinen neuen Heimatbegriff, sondern erst mal neugierig sein auf unsere Heimat, unverkrampft und offen. Ist das Wort unverkrampft, das in Deutschland ja immer Enthemmung meint, erst einmal gefallen, dann brechen alle Dämme. Unverkrampft ist man stolz in diesem Fall auf eine Kleinstadt, in der die Wiege stand, Zitat, die auf ganz eigenständige Art liebevoll und heimatlich und zu einem Anziehungspunkt meiner Gefühle geworden ist, weshalb es ihm doch ein Stück Bewunderung der Stadt gegenüber steckt und ein wenig Stolz, ein Wertheimer zu sein, der sich nicht erklären lässt, sondern nur als Gefühl vorhanden ist. Ja, das ist eigentlich schwer mit Wertheim und Stolz, aber ist man erst einmal so weit, schämt man sich auch wirklich nicht mehr, die eigene Wurzeltiefe und das eigene Reflexionsniveau mit dem von Bäumen gleichzusetzen. Ich lese, Heimat ist für den Menschen das Gleiche wie der Boden für den Baum. Starke und lebensfähige Bäume sind tief in den Boden verwachsen, deshalb sind starke und unbestechliche Persönlichkeiten auch vielseitig mit der Heimat verbunden und verwurzelt. Und dann taucht zwanghaft die Frage auf, welche Ethnie denn zu dieser tiefen Verwurzelung fähig und welche unfähig ist. Wer also das Zeug zur deutschen Eiche hat und wer nicht. Und ich lese also auf gar keinen Fall Menschen, die aus der Türkei kommen. Ich bin sicher, dass es ihnen nicht gelingt, unsere Landschaft als Heimat zu erleben. Auch wenn sie hier sesshaft werden, sie werden kein echtes Heimatgefühl bekommen. Und dann denken alle ganz tief nach und fragen sich, gibt es da vielleicht noch eine zweite Ethnie, die hier nicht heimisch werden kann? Und wie von unsichtbarer Hand werden sie zu dem Satz gelenkt, eindrucksvollstes und bestürzendstes Beispiel dafür sind die Juden. Über Jahrtausende hinweg dieses Gefühl nach ihrer eigenen Heimat überall bewahrt haben. Und so ist das, ist der Jude integrationsunfähig und der Zionismus oder die Notwendigkeit nach Israel zu gehen, hatte einfach nichts mit Holocaust und Antisemitismus zu tun, sondern mit der jahrtausendalten Sehnsucht der Juden. Schluss und Höhepunkt dieses Bandes ist dann ein in jeder Hinsicht unkritisch, wirklich unkritisches Gespräch mit Dr. Hans-Karl Filbinger, der kurz zuvor als baden-württembergischer Ministerpräsident zurücktreten musste, weil die von ihm als Marinerichter verhängten Todesurteile nicht mehr zu leugnen waren. Und man plaudert. Man plaudert über Heimat und der alte Nazi sieht auch keinen Anlass, so irgendetwas auszulassen. Und sagt zum Beispiel die soziale Kontrolle, die soziale Kontrolle, die ihm sehr am Herzen liege, kann nicht allein durch Gesetze und Zwang hergestellt werden. Da müsse schon jeder auf jeden aufpassen, sonst brechen zahllose Auffälligkeiten hervor, wenn die räumlichen Grundbedingungen einer stabilen sozialen Ordnung, die Heimat, aufgegeben wird. Mobilität ist eine Bedrohung für die psychische Gesundheit. Na, das wussten die eigentlich schon, ne, dass Baum und Mensch schwer umzutopfen sind und man dann Blätter verliert. Aber dann wollten sie doch alle auch noch wissen, ob denn der alte Nazi den Atomkraftgegnern zubilligen würde,
dass auch Sie ein Heimatbewusstsein, ein Heimatempfinden, ein Bemühen um die Heimat und ihre Erhaltung besäßen. Und da lässt er sich nicht lumpen irgendwie, sagt, oh ja, natürlich, dass auch dort Heimatliebe und die Sorge um die Heimat eine ganz besondere Rolle spielen, daran gibt es keinen Zweifel. Und dann haben Sie sich so gefreut, da wollten Sie alle Kretschmänner werden und haben Ihr Leben lang kein Nazi mehr Nazi genannt, sondern nur noch wertkonservativ dazu gesagt. Edgar Reitz, der ist so ein bisschen auf dem halben Weg, weil berühmt wird er in den 80ern und jetzt immer noch einer der begehrtesten Interviewspartner, wenn es um Heimat geht. Das Buch heißt Drehort Heimat. Meine Zusammenfassung lautet Drehort Heimat. Amerikaner terrorisieren uns. Liebenswertes Dorf im Nationalsozialismus. Schicksal der Juden kein Thema. Von sehr, sehr, sehr viel größerem Gewicht als Ästhetik und Kommunikation, gefeiert, preisgekrönt als großer Erneuerer des deutschen Heimatfilms, gelobt bis hin zum sonst so klugen Georg Seeslen, auch von vielen anderen Linken über den grünen Klee gelobt, ist Edgar Reitz. Sein inzwischen 60 Stunden umfassendes Epos über ein Dorf im Hunsrück, das dem seiner Kindheit ähneln soll, nahm seinen Ausgang mit 11 Folgen in der ARD im Jahre 1984, dass ich 12 Stunden davon angeguckt habe, zeigt mein Opfermut für diese Konferenz. Heimat, so die Selbstdarstellung des Filmemachers in diesem Buch, ist seine Reaktion auf die ihm unerträgliche amerikanische Serie Holocaust, die ihn beschließen ließ, die Vergangenheitsbewältigung gehöre in seine Hand. Und das darf man ihm wirklich glauben, denn nicht nur Holocaust war ihm zuwider, sondern alles diesbezügliche aus den USA. Er schreibt schon wieder eine Begegnung mit der internationalen, also der amerikanischen Ästhetik. Sie ist der eigentliche Terror unserer Zeit. Dieser Terror habe zerstörerische Ziele. Durch ihn, Zitat, verlieren wir die Identität. Die Heimat wird zum letzten Mal und dafür ganz entäußert durch internationale Konkurrenzsprache übersetzt das Amerikanische. Also so perfide arbeiten die Amis, und er fragt, und die Nazis, die nehmen die Amerikaner seit 30 Jahren als Filmstoff, wenn sie als monströse Märchenfiguren im Kino vorzuführen sind. Der Amerikaner soll sie besiegen und wir müssen sie, jeden Einzelnen, als einen von uns verstehen, dass die Nazis keine von uns waren, dass sie eigentlich niemanden so fremd wie uns waren. Das ist das gängigste Klischee der Schuldabwehr. Was uns auf dem Dorfe ausmachte, Zitat, das Verhältnis zur Natur, die persönliche Demut, die sich nur über Generationen hinaus auswirkt, das passt nicht in die neue Welt oder die neue Kultur, schreibt er, die uns immer nur anklagen will, statt alles mal menschlich zu sehen. Da ist, ich zitiere aus seinem Buch, da ist Luzi, die aus Berlin kommende Gattin des NSDAP-Bürgermeisters. Ach, eine aus allen Angeln gehobene, von Hoffnung und Leben, unzerstörbar gefüllte, naiv plappernde, ewig jauchzende und weinende, liebenswerte, hassenswerte, ehrgeizige und resignierte Frau. Und sie ist verbandelt mit dem NSDAP-Bürgermeister, ihrem Eduard, der einer vom Lande ist, der genauso wie sie ein Glaubender ist, ein Hoffender. Und es menschelt Stunde um Stunde und es begegnet einem einfach kein Nazi. Und so entsteht vor den Augen des Zuschauers das Hunsrückdorf im Nationalsozialismus, Zitat, mit seinen Lebensgewohnheiten, seinen menschlich so liebenswerten,
engen, aneinander hängenden Verhältnissen, voller Charaktere mit ihren kleinen Verquerheiten, aber auch mit dieser Treue, die unvergesslich ist. Man liest und guckt Stunden und liest Stunden und fragt sich, fehlt hier irgendwas, das fehlen könnte? Irgendwas, zum Beispiel das mit dem Juden? Und Edgar Reitz antwortet, das sind Geschichten am Rande. Das Schicksal der Juden im Dritten Reich ist nicht das Thema meines Films und ich weigere mich, nur um Angriffen von vornherein zu begegnen, einen Pflichtjuden in meine Geschichten einzubauen. Naja, es hätte auch mehr als einer sein können. Denn gleich um die Ecke in Laufersweiler existierten 1925 75 Mitglieder starke jüdische Gemeinde. Allein aus diesem Flecken wurden laut Yad Vashem 37 Juden während der NS-Zeit ermordet. Gleich um die Ecke in Gemeinden wie Soren, Simmern, Kirchberg sah es genauso aus. Sie dürfen nicht vorkommen, versteht ihr? Sie dürfen nicht vorkommen, weil der Hunsrück und durch ihn Bauernschaft, Dorf, Heimat, Provinz in ganz Deutschland Freispruch erteilt werden soll. Kaum etwas passte weniger in diese Reizepos, als etwa der ins Bild gesetzte Hinweis Eugen Kogons in seiner Schrift Der SS-Staat, die Folterer des KZs, in dem Kogon Jahre litt, seien zum größten Teil Bauernsöhne gewesen. Dass Juden nur am Rande vorkommen, hindert Reitz aber ansonsten keineswegs über sie, ihre Wurzellosigkeit und undeutsche Geschäftemacherei mal allgemeine Auskünfte zu geben. So heißt es in dem Buch, die Juden, seit jeher auch Weggeher, passen gut in diese amerikanische Kultur, die nur noch expandieren will, die Konkurrenz auf allen Gebieten betreibt. Das ist unglaublich. Und deswegen spare ich euch die Schilderung des Epos Heimat 3 zur deutschen Wiedervereinigung komplett, aber erwähne wenigstens die Schlussszene. Dann wird sie für euch genügen. In der Schlussszene führt eine Jana aus dem Hunsrück einen Hermann aus Sachsen auf die Zugspitze und sagt dort, wir Deutschen sind heute das glücklichste Volk der Welt. Und damit ist der Kitsch von Hollywood ein für alle Mal überwunden. Ich lasse Oskar Negt aus, weil er eine gewisse Nähe zu Edgar Reitz hat. Und mache eine kleine Erinnerung an den Konflikt um und gegen Heimat in der konkreten 80er Jahre. Heimat als antikolonialer Kampf für Deutschtum, das Recht, sich wohlzufühlen und einige glänzende Einsprüche. 1984 bespricht übrigens Erwin Keusch das Reizepos in konkret hymnisch und erkennt bisher einzigartige Meisterschaft, eine Fülle von Kreativität, Witz und menschlicher Wärme. 2004, als das Blatt längst in den Deutschen keine menschliche Wärme mehr diagnostiziert, bescheinigt Dietrich Kuhlbrot, der großartige Dietrich Kuhlbrot, dem Reiz nebliges Pathos und macht ihn angemessen nieder. Diese antagonistischen Rezensionen spielen die unversöhnlichen Positionen der früheren Dispute. Und für die Strömung der Heimatfreunde wähle ich beispielhaft die Schriftsteller Hermann Peter Piewit und Gerd Fuchs. Piewit hatte, Zitat, sich aufgemacht, seine Heimat zu suchen, aber er fand sie nicht, sondern ein besetztes Land. Er erschauderte vor dieser allgegenwärtigen US-Kultur,
die nur diese Vormundschaft der Sitten spiegelt. Und er forderte im Namen der Heimat, diese amerikanische Vorherrschaft zu brechen. Kurzum, alles lief auf eine der infamsten Vokabeln der deutschen Opfermythologie hinaus. Und Piewit fragte sich, wie kann ich mich wehren gegen den täglichen Kolonialismus? Der antikoloniale Kampf beginne mit der Überwindung der Haltung, der heimatlosen, bürgerlichen Linken, die es bisher gab. Und dann heißt es, die Zeit der Totschlagworte laufe ohnehin ab. Formuliert von Stefan Reinhardt, der Piewit zustimmend rezensierte, denn die verknöcherten heimatlosen Linken werden abgelöst, weil eine unbelastete Generation nachwachse, die umso unbefangener wird im Umgang mit Worten wie Heimat und Nation. Immer, wo wir dieses hohe nationalistische Pathos finden, mischt sich selbiges mit dem scheinbar harm und arglosen. Immer. Und dann schreibt Piewit also, Heimat beginnt gleich um die Ecke, ist das Abenteuer des sich zu Hause fühlens gleich an der nächsten Straßenecke. Boah, das sind immer Worte, ne? Bei mir an der nächsten Straßenecke finde ich alles Mögliche, Hunde, Scheiße und so, aber niemals Abenteuer. Und der Schriftsteller Fuchs, dieselbe Selbstverharmlosung betreibend, formuliert, Heimat, das heißt doch auch, dass man sich irgendwo zu Hause fühlt, sich wohlfühlt. Bei mir jedenfalls. Und das klingt in meinen Ohren wie, man wird sich ja wohl noch mal wohlfühlen dürfen. Da ist nichts Süßliches, das ist Befehl. Jedenfalls in den Pausen des antikolonialen Kampfes wird man sich ja wohl noch mal wohlfühlen. Das kommt bei mir rüber wie dieses Ich gieße Blumen von Georg Kreisler. Egal was in der Welt los ist, ich werde ja wohl noch meine Blumen gießen können. Die Heimatfeinde in der Konkret sind in der Zeit Eike Geisel und Wolfgang Port. Heimat, schreiben sie, sei, und ein paar Zitate sind wirklich schön, Heimat sei ein Trostwort, ein freundlicher Name für Resignation. Heimat sei die Glorifizierung des Selbstverständlichen und die Tendenz, sich unter Absingen lauter Lobeshymnen aufs Unvermeidliche in dieses Unvermeidliche zu schicken. Geborgenheit, Wohlgefühl vermögen sie in dieser falschen Anwesenheit des Vergangenen im Gegenwärtigen nicht zu erblicken. Vielmehr entstehe jene Verbitterung, die einem aus der Heimat entgegenschlägt, aus der normalen bürgerlichen Laufbahn, von der zu den schönsten Hoffnungen berechtigenden Jugend unter Preisgabe aller Illusionen eine verkrachte Existenz. Das finde ich die Hässlichkeit in schöne Worte gekleidet, aber der Antagonismus wird natürlich bestimmt durch die Feststellung von Geisel und Port. In einer Nation, gar mit der Geschichte der Deutschen, steht die Betonung des Heimatmilieus vorab schon unter dem Verdacht der Barbarei. Denn im Lande der systematischen Vernichtung von Juden, Zigeunern, Homosexuellen war das, was man Heimatliebe nannte, zu lange mit dem Hass auf alles Fremde verbunden und ist es noch. Das beweise das paranoide Ressentiment gegen ausländische Arbeiter, weshalb Heimatverbundenheit, und ich glaube, das ist einer der zentralsten Gedanken, Heimatverbundenheit nicht als Liebeserklärung an die Landsleute gemeint, sondern als Kriegserklärung gegen jene zu lesen ist, die man als nicht zur Heimat gehörig identifiziert. Es war erholsam, bei meiner Recherche in diesem ganzen Dreck auf die beiden zu stoßen. Dennoch habe ich ein komisches Gefühl, dass ich in hohem Alter nun noch ein paar lobende Worte auf Wolfgang Port aussprechen musste.
denn das Zerwürfnis danach war heftig und bleibt bestehen. Ich komme zu Götz Eisenberg. Sein Buch heißt, auch das, ich hoffe, es klappt, dass ihr merkt, an jedem Autor mache ich eine paradigmatische Kritik fest, ohne sie immer zu explizieren. Sein Buch heißt Arbeitswut und Überfremdungsangst. Und mein Titel ist, wie das Fremde die gute alte Zeit verschlingt, oder waren die deutschen Gourmets, bevor die Fastfood-Ketten kamen? Götz Eisenberg steht mir in einem, und zwar sehr wichtigen Ausgangspunkt, oft nahe, wenn er schreibt. Und in diesem Punkt ist er wirklich ein Unikat unter allen anderen von mir kritisierten. Ein Unikat. Er schreibt, unter einer dünnen Fairness angepassten Verhaltens existiert ein bedrohliches, faschistoides, antidemokratisches Potenzial, das den Wandel der politischen Systeme überdauert hat. Das Nazi-Regime ging unter, aber das deutsche Volk und seine Mentalitäten blieben. Das ist ein Ausgangspunkt, denn alle anderen finden das deutsche Volk entweder schon immer prima oder geben ihn jedenfalls aktuell für den von ihnen behandelten regionalen Stamm Entwarnung. Jörg Sundermeier etwa, Chef des Verbrecherverlages und Herausgeber einiger Bücher von Nestbeschmutzern, verliert vollkommen den Kopf, wenn er über die Ecke seiner Herkunft schreibt und das Buch heißt Heimatkunde Ostwestfalen. Er steht schon auf dem Umschlagtext, dass es sich um launige, vorwiegend heitere Episoden über Landstrich und seine Menschen handelt. Und alleine das macht mich ressentimentgeladen gegen alles Weitere. Aber weil ich den Sundermeier heute ja auslasse, komme nur zu seiner Bilanz, wie der Ostwestfale so ist. Sie sind gesprächiger geworden, weniger ruppig, aufgeschlossener, wohlhabender, vielleicht auch zufriedener. Deshalb werden die Ostwestfalen und Lipper einfach nur moderne Europäer mit regionalen Eigenheiten. Nicht alle diese Eigenheiten sind liebenswürdig, aber die meisten sind es. Das ist Entwarnung. Ich meine, zum Glück liest im Ausland niemand Sundermeier, aber wäre das einflussreich, würde man sagen, nehmt euch an Deutschland ein Beispiel. Oder an Ostwestfalen. Eisenberg, und dafür schätze ich ihn, erteilt derartige Generalabsolution nicht, aber dennoch will er natürlich sich auf Ernst Bloch berufend, wie nahezu alle, die ich bisher zitiert habe, die Sehnsucht nach Heimat, die eine zutiefst menschliche, uns allen innewohnende, und mit diesem allen werde ich permanent zwangskollektiviert, für seine emanzipatorischen Anliegen nutzen. In unbestritten antirassistischer Absicht belehrt er seine Adressaten, dass die Flüchtlinge der vollkommen falsche Adressat des Protestes seien, weil nicht die Fremden uns bedrohen, sondern das Fremde. So ein bisschen wie Ausländer sind die falsche Adresse, haut den Bossen auf die Fresse. Oder? Der Fremde also, wer oder wen ist das, fragt man sich. Und wenn ich es finde, zitiere ich das auch. Ich habe das angesagt, dass es hier zu Chaos kommt. Ich habe das angesagt. Ich habe ein Zitat von Georg Seslen mit einer Anmoderation von Götz Eisenberg. Ja, das ist gut so. Es findet sich gleich. Zwischenfragen gehen von der Zeit ab, sagt man im Bundestag. So. Er schreibt also, wenn schon Heimatschutz, dann vor den wahren Zerstörern der Heimat, den Waffenhändlern, den Lebensmittelspekulanten, den Hedgefondsmanagern. Ich
bleibt noch im Zitat, es sind die großen Fastfood-Ketten, die den Geschmackssinn zerstören, die regionalen Kochkünste ruinieren und die Leute in verfettete Idioten verwandeln. Es bildet sich unter unseren Augen so etwas wie eine Welteinheitskultur heraus. Alle hören dieselbe Musik, essen denselben Fraß. Scheißfraß hat der französische Bauernrebell José Bouff die Angebote der Fastfood-Ketten genannt. Alle tragen dieselben Klamotten. Das Erste, was einem auffällt, im Furor des Autors verschwinden Klassen und reale Lebenslage. Weder fressen alle denselben Fraß, noch tragen alle dieselben Klamotten. Vom edlen, maßgefertigten, hautfreundlichen Unikat bis zum notdürftigen Lumpen reicht die Palette dessen, was so getragen wird. Zweitens hat Eisenberg sich, und ich vermute mit Bedacht, Berufsgruppen ausgesucht, die in der Skala des Ansehens ohnehin weit unten, also als das Fremde rangieren, als Repräsentanten des heimatfeindlichen Fremden, firmiert zum Beispiel der Waffenproduzent oder Waffenhändler, der anrüchig ist. Jedenfalls außerhalb von, sagen wir mal, Oberndorf am Neckar, wo Heckler und Koch seinen Sitz hat und wo, wie ich recherchiert habe, seit 1811 Waffen produziert werden, wo Arbeiter, las ich, nicht ohne Stolz auf ihre Tradition sowie Vor- und Vorfahren blicken, die seit den Tagen des württembergischen Gewehrfabrik Wertarbeit ablieferten, weshalb dem örtlichen Heimatmuseum auch ein Waffenmuseum angegliedert sei. Naja, sonst geht es noch um Lebensmittelspekulanten, Hedgefonds und natürlich die Welteinheitskultur bringende, weltumspannenden Medienkonzerne. Immer drängt sich die Frage auf, was war denn davor, als diese typischen Dämonen der Globalisierung noch nicht da waren? Als der gute alte Springer noch das dominante Kraft auf dem Zeitungsmarkt war, als es noch die große Zahl an Zeitungen in Privatbesitz gab, diese sprichwörtlichen Käseblätter, blühte da die Meinungsvielfalt und der gewagteste Pluralismus oder was? Waren die großen Bauern, die kleinstädtischen Honorationen, die Respektspersonen von Lehrer, Pfaffen bis zum Wachtmeister, das regionale Unternehmertum nicht von erlesener Niedertracht und erdrückender Strenge, stand da wenigstens noch der Hauptfeind im eichenen Kaff? Sowas anzufügen muss kein Fortschritt als unhintergehbare historische Tendenz wiederbeleben oder was einem da unterstellt werden kann. Das festzustellen ist nur der Erkenntnis verpflichtet, dass nicht eine gute alte Zeit untergeht, sondern das Falsche vom Falschen abgelöst wird. Im Bannkreis des Systems ist das Neue der Fortschritt alten gleich, immer neues Unheil, schreibt Adorno in seinen Reflexionen zur Klassentheorie. Und wer sich für Philosophie nicht erklärt, kann sich auch mit positivistischer Empirie helfen. Es ist einfach eine empirische Tatsache, dass der ganz große Einsatz der Abrissbirnen gegen Altstadtkerne und sowas und oft ihre Ersetzung durch in Beton gegossene Hässlichkeit in der Zeit vor der Globalisierung und ihren dunklen Männern von ganz trivialen Christ- und sozialdemokratischen Kommunal- und Landespolitikern vom Bund mit Neuer Heimat und ähnlichen und autochthonen Bauunternehmern veranstaltet wurde. Aber da bleibt ja noch was. Da bleibt ja noch was. Der Schwer- und Höhepunkt von Eisenbergs Leidenschaften. Die Fastfood-Ketten, die Zerstörer von Geschmackssinn und regionalen Kochkünsten, die Produzenten fettleibiger Idioten. Dass er Fettleibigkeit und Idiotie in einem Atemzug nennt, wäre eine eigene Betrachtung wert. Ich
belasse es hier bei der Bemerkung, dass einige meiner besten Freunde übergewichtig sind und dazu klug und den Fitnessidealen der Gesellschaft ziemlich feindlich. Warum? Wenn schon unbedingt von Übergewichtigkeit die Rede sein muss, muss überhaupt die US-amerikanische Fastfood-Kette ins Spiel gebracht werden. Spielt denn das namensgebende Getränk des Bierbauchs gar keine Rolle mehr? Ist der Kartoffelsalat, die Haxe, das Eisbein, die Schwarzwälder Torte verschwunden? Wird von den Festzeltwirten nur noch Rohkost serviert? Waren die Deutschen schlanke Gourmets, bevor die Fastfood-Ketten kamen? Ich würde gern einiges zum Boom und zur Idealisierung der regionalen Küchen sagen, belasse es im Vortrag aber nur bei der nüchternen Feststellung, der Vergleichsmaßstab der Fastfood-Kette, der einzig legitime Vergleichsmaßstab, ist der arische Schnellimbiss. Da die deutsche Bratwurst mit Kartoffelsalat keine Delikatessen sind, kann der Big Mac schlicht nicht unterliegen. Wer sie als Inbegriff des teuflischen Sieges des Fremden über die Heimat sieht, hat entweder zu wenig Sorgen oder einen lokalpatriotischen Dachschaden. Guillaume Paoli, die lange Nacht der Metamorphose, hier beispielhaft ausgesucht, zur Besichtigung der Denunziation des Kosmopolitismus und des nomadischen Lebens mit der Zwecksetzung der Delegitimierung des Postulats No Border, No Nation. Der Paoli, falls ihr damit gar nichts assoziieren könnt, ist mal so semi-prominent und ein bisschen berühmt geworden als Verfasser des Manifests der glücklichen Arbeitslosen, das viel richtige Kritik an Arbeitsethos enthielt und viel falsche Romantisierung der Armut. Er geht von einem völlig neuen hegemonialen Typus der gehobenen Schichten aus, dem gegenüber der Alte auf der Verliererstraße sei, weil hoffnungslos anachronistisch. Das Zitat geht so: Die Figur des klerikal-reaktionären Kleinbürgers ist unter allgemeinem Gelächter abgetreten. An dessen Stelle tritt der neue Mittelstand, modernistisch, hedonistisch, scheintolerant und liberal. Der hässliche Bourgeois sei längst ausgestorben. Nur noch in der Einbildung sei die patriarchalische Bestie gefährlich. Längst sind alle Figuren möglich, der gepierste Manager, die SM-Investorin, der transsexuelle Notar, die antirassistische Sicherheitsexpertin und so weiter. Die gegen Diskriminierung kämpfenden oder sich engagierenden, das ist seine Botschaft, betrieben in Wirklichkeit nur noch Spiegelfechterei, nur noch Scheingefechte, hätten eigentlich ihre Antipoden längst vergessen. Alles, was Paoli für ausgestorben erklärt, war erstens nie tot, wie Untersuchungen über Gesinnung und Meinung in Deutschland zu jedem Zeitpunkt beweisen, und ist zweitens, wie eigentlich jeder wissen könnte, auf dem Vormarsch, das Versprechen, mit allem Versifften aufzuräumen, formiert sich bedrohlich. Der Konformitätsdruck, zum Beispiel die Anpassungsleistung, prägte und prägt das Leben von Millionen, ob in der Bundeswehr und der Polizei, wo es besonders sinnfällig ist, aber auch in kirchlicher Beschäftigung, Industriearbeit, im akademischen Betrieb und in der Einfamilienhaussiedlung. Und wenn das da ein winziges Segment geben sollte, wo das eine Minimum gemildert ist, dann ist es so, aber eben nur in einem winzigen Moment. Paoli benutzt dieses Trugbild, um diese Schicht, die er durchgängig und in höchst absichtsvoller Weise Kosmopoliten nennt,
als das gefährlichste Übel, als Träger und Antreiber des neoliberalen Wandels, als Gegenbild zum treuortsansässigen Unternehmer, als Zerstörer städtischer Lebensqualität der Alteingesessenen samt ihrer Tradition zu denunzieren. Dieser kulturellen Global Class dienten die Städte, schreibt er, nur noch als Hotels. Sie anzulocken sei Zweck aller Stadtplanung. Die alten Einwohner seien ihr Dienstpersonal und nur dazu da, um internationale Gäste zu empfangen. Naja, ein Spaziergang, sagen wir, durch Blankenese oder Klein-Flottbek könnte manch prächtiges Anwesen vor Augen führen, bewohnt von sehr alteingesessenen Familien, die Ausländer preisgünstig benutzen und nicht bewirten. Ein Blick in die Welt der Pflegekräfte, aber zum Beispiel auch in die der Prostitution ermöglicht eben solche Kenntnisse, wer wem zu Diensten ist. Die Mitglieder dieser Global Class, jedenfalls, schreibt Paoli, blieben nur ein paar Monate oder Jahre wegen eines Investitionsvorhabens, eines Forschungsprojekts, eines Joint Ventures oder einer Start-up-Gründung, aber es können auch Dreharbeiten sein, ein Vorlesungssemester oder das Kuratieren einer Kunstbiennale. Ja, besonders bei den Drehtagen guckt der Zigeuner um die Ecke, fand ich. Wenn weder die soziale Struktur zwischen einem Schauspieler mit Drehtagen und dem Leiter eines großen Investitionsvorhabens liegt ja wirklich einiges, noch die denkbare politische Fragmentierung. Vorlesungssemester könnte jedenfalls hypothetisch ja auch fortschrittlichen Inhalt sein, interessieren Paoli. Das darf ihn nicht interessieren, denn er will das Milieu als schuldige Einheit. Sie verachten die Ureinwohner und überhaupt alle, die sich mit ihren geografischen, kulturellen und sozialen Herkunft verbunden fühlen, die an ihren Gepflogenheiten festhalten, kurzum, Mobilität bedeutet im modernen Sinne nichts anderes als das Recht, einen Ort zu zerstören. Die Mobilen werden sich nie gegen die Gentrifizierung ihres Stadtteils einsetzen, weil dieses eine bloße Station im eigenen nomadischen Lebenslauf sei. Das genau ist der Umschlagpunkt. Eine von mir und anderen gepflegte Kritik an vorherrschenden Ideologien, Hässlichkeiten, Illusionen eines Milieus, was man ja machen kann, schlägt um in Denunziation des nomadischen Lebens, der Mobilität, des Kosmopolitismus. Statt die auch praktische Kritik an Staatspolitik und kapitalistischen Wohnungsmarkt, an Zwangsräumung und so weiter zu üben, geht der nomadisch Zugereiste zum eigentlichen Täter und die Eckkneipe samt Berliner Schnauze wird erstens zum Refugium des Echten, der Gepflogenheiten und zweitens ganz automatisch zum Widerständigen. Das ist inszenierter Hass und projektiver Verdacht gegen ein als materiell erfolgreich stilisiertes Milieu, wie wir ihn auch sonst häufig finden, etwa, falls ihr das gelesen habt, in den Diffamierungen des Aufrufs Solidarität statt Heimat durch Verweis auf die Lehrstuhlinhaber, die als Verfasser und Unterzeichner und ihre saturierte Lebensweise. Hier wie dort ist es instrumentell eingesetzt, um die eigene Position, dass zu viele Ausländer kämen, die Festung halten müsste, Legitimität zu verschaffen. Um sie zu Idioten zu stempeln, erfindet Paoli eine Begegnung. Er schreibt, einmal musste ich No-Border-Aktivisten, die sich für absolute Freizügigkeit engagieren, freundlich darauf hinweisen, dass die allermeisten Migranten gar keine Lust hätten zu migrieren. Boah, da werden die No-Border-Aktivisten aber gestaunt haben. Also sowas haben sie noch nie gedacht und erst recht noch nie gehört.
Ich meine, so unbelesen und so, die manchmal auch sind und theoretisch nicht mehr. Also, erstens sind sie selten wohlhabend und der Zusammenhang von imperialer Ausbeutung, Auslagerung besonders toxischen Produkten an die Peripherie, der Zusammenhang von imperialer Lebensweise und Armut an einem Ort und der Verwüstung durch Kriege, das ist eigentlich das Fundament jedes Flyers in diesem Milieu, wie schlicht er auch sein mag. Paoli will, der will das. Sie als nützliche Idioten der hegemonialen, kosmopolitischen, intellektuellen Global Class denunzieren, wenn er schreibt, nun haben wir gesehen, wie wir gesehen haben, ist No Border die Quintessenz der postmodernen Ideologie, der Sirenengesang der Mutation. Und so ist diffamiert, was sich durch das Postulat der offenen Grenzen weigert, realpolitisch nachzurechnen, wie viele dann wohl kämen und wie viele wohl nützlich oder nicht für die Belange des Standort Deutschland wären. Diffamiert ist eine Position, die so radikal humanistisch und außenseiterisch ist, dass sie als messbares Resultat in deutschen Umfragen gar nicht vorkommt und gar nicht vorkommen kann, die also mutmaßlich weit unter 1% Zustimmung erhielte. So, jetzt gucke ich auf die Uhr. Soll ich jetzt DDR und Bloch oder nur Bloch? Dann haste ich jetzt durch die DDR. Ich habe mir da eine Kurzfassung gemacht. Aber einmal will ich ja auch ein Gedicht vortragen und das geht nur an dieser Stelle und so. Ne? Also, das heißt, das Kapitel heißt, die Tränendrüse besiegt das Zersetzende. Eine wirklich seltsame, bizarre Schlacht tobte von Beginn ihrer Existenz an zwischen den beiden deutschen Staaten, in welchem die Heimatliebe ein besseres Zuhause gefunden habe. Jan Palmowski, das ist kein Linker, aber sehr interessant zu lesender Autor, schildert in seinem Buch Die Erfindung der sozialistischen Nation, Heimat und Politik im DDR-Alltag, die verschiedenen Metamorphosen, die der Heimatkult in der DDR erlebt hat. Ich lasse das weg, ich sage nur die Stichworte zunächst sehr asketisch gegen Glitzer und für intakte Ländlichkeit. Dann so ein bisschen gleichzeitig auch stolz auf Industriegebiete. Dann kam diese Plakate auf, wo auch die ziemlich hässliche Raffinerie in Schwert unter dem Label Heimat lief. Und später auch dann der Stolz des wachsenden Wohlstands und so. Ich lasse das weg. Palmowski merkt jedenfalls an, dass Heimat ursprünglich im sozialistischen Denkhorizont nicht vorkam. Dass es also einer ganz schön gewaltsamen Durchsetzungsstrategie bedurfte, um einerseits die 240.000 Mitglieder in gut 10.000 Laientheater, Chören, Volkstanzgruppen, die Naturschützer, Hobbyarchäologen, Vogelkundler, Heimatschriftsteller und so weiter, die alle loyale Unterstützer des Dritten Reichs gewesen waren, von denen kaum einer, das wusste die SED-Führung, nicht in der NSDAP gewesen war, zu kämpfen, Zitat, für echte, von der Amerikanisierung unberührte und in der deutschen Tradition fest verankerten Heimat zu adeln. Resultate dieser Anerkennung waren zahllose regionale Veranstaltungen und zum Beispiel, das habe ich ein bisschen genauer betrachtet, das Fest der deutschen Volksmusik 1952 in Ost-Berlin, über das zu lesen war, die echte Heimatliebe der Bauern hat das Publikum der Berliner Arbeiter zu Tränen gerührt. Ja, da hat der Hammer die sicher geküsst, das kann ich dir aber sagen. Also mit der Rührung zu Tränen war vielleicht nicht das direkteste Anliegen von Brechts Theater, aber geweint wurde da schon. Ne? Und andererseits alles niederzumachen, zu zensieren, auszuschalten, was insbesondere auch aus den Reihen der Kommunisten selbst so etwas wie Kritik des Provinzialismus versuchte oder eben oft wirklich nur in Nuancen auch den Beschlüssen des dritten Parteitags der SED von 1950
mit seiner Verurteilung des Kosmopolitismus und des Einflusses der amerikanischen Kulturbarbarei auf die DDR widersprach und oft auch nur zu widersprechen schien. Ich belasse das, weil ich so radikal kürze, bei der Schilderung der siegreichen Linie am Beispiel dieses Gedichtsbandes des Kulturministers und Schriftstellers Johannes R. Becher und danach am Beispiel der besiegten Linie an dem Aufführungsverbot der Oper Johannes Faustus von Hans Eisler. Also dieser Gedichtband, der macht Heimat zu dem Monumentalen schlechthin, dem gegenüber der Mensch, der der Sehnsucht nach ihr ausgeliefert, von ihr und ihrer unbezweifelbaren Schönheit gefangen und geprägt ist, um seine Winzigkeit weist und in ihr zerfließt. Was ich angekündigt habe, bebilder ich jetzt lyrisch mit Betonung. Du, meine Frühandacht, beim Frühaufstehen warst Heimat du, mein erstes Wiedersehen. Mit jedem Atemhauch sog ich dich ein, ein jedes Wort, das ich je sprach, war dein. Mit dir saß ich zu Tisch beim Abendmahl, du grüßtest mich im letzten Sonnenstrahl. Es klang mein Herz, ein Lied klang heimatlich, o Heimat, alle Wege suchen dich. Des Tags der Heimkehr habe ich geharrt, in deiner heiligen Allgegenwart. Ja, das sind die Stellen, wo das Proletariat dann geweint hat. Oder die Schlusszeilen aus Heimat, deine Sterne. Heimat, all mein Weinen weint sich in mir ein, deiner Sonne Scheinen ist wie Glorienschein. Heimat, deinen Namen bin ich namensgleich, du mein Ja und Amen, du mein Himmelreich. Ja, wer das nicht als Lyrik der Selbstaufgabe erkennt, dem kann ich mir überzeugen, der müsste sich schon aufs Fühlen berufen. Was lieblich klingt und zu Tränen rühren soll, darum geht es mir heute, nur enthält immer die Gewalt. Immer die Gewalt der Zensur, Hans Eisler. Das war ja wirklich ein parteiloyaler und auch ziemlich hochdekorierter Komponist. Irgendwie war vielleicht so ein bisschen von der Sorte nicht ganz unverdächtig. War Schönberg-Schüler und hatte mit Adorno gemeinsam dieses Buch Komposition für den Film verfasst. War auch im amerikanischen Exil ökonomisch erfolgreich und hatte mal was von der Rockefeller Foundation gekriegt und so. Das Libretto für seine Oper hatte er noch so ein bisschen checken lassen von Thomas Mann und Leon Feuchtwanger, die es großartig oder sehr gut fanden und einer gemeinsamen Bearbeitung mit Brecht unterzogen. Entscheidend ist, ihr müsst die Qualität nicht beurteilen oder das kennen. Entscheidend ist, er schildert den Dr. Faustus nicht als deutschen Helden, sondern übrigens auch mit der Figur des Hans Wurst arbeitend, die uns vorhin so gut erklärt worden ist, nicht als deutschen Helden, sondern als Kollaborateur mit der Macht gegen die aufständischen Bauern um Thomas Müntzer. Dass das liberale Bürgertum im Zweifel auf die Seite der Macht wechselt, ist so ein bisschen die Botschaft dieser Oper. Und dass man das so kurz nach dem Nationalsozialismus mal politisch reflektieren konnte, lag ja auf der Hand. Und nun zitiere ich, und zwar einfach wild und zügellos, was man so gegen Hans Eisler im Neuen Deutschland, dem Sonntag und in der berühmten Mittwochsgesellschaft in der Akademie der Künste aufgefahren wurde. Gegen ihn als Nestbeschmutzer, aber selbstverständlich auch Brecht und so weiter. Einschüchternd. Nur ein paar Zitate, ich glaube, das genügt. Manche unserer fortschrittlichen Künstler, persönlich aufrichtige Kameraden, haben bisher noch nicht tief genug die Grundfragen unseres patriotischen Kampfes durchdacht. Wird mit solchen kosmopolitischen Auffassungen nicht der Zerstörung der nationalen Kulturen durch den Amerikanismus Vorschub geleistet?
Ich hatte mir eine echte Volkstümlichkeit gewünscht. Ich fand eine zersetzende Volkstümlichkeit, die keine Volkstümlichkeit ist. Es zeigt sich, dass Hans Eisler die Einflüsse des heimatlosen Kosmopolitismus noch nicht überwunden hat. Das Zersetzende ist meiner Meinung nach gerade, dass es nichts Bejahendes gibt. Das Libretto ist quasi die Dialektik des ewigen Juden, der wandert und herumgeht und sarkastisch zugespitzte Bemerkungen macht. Er darf mir das nicht übel nehmen, das ist keinesfalls als Diffamierung gemeint, sondern als Hilfe. Es gibt in der Medizin zwei Behandlungsmethoden, wenn jemand Geschwüre am Körper hat. Wir sollten hier von dem Bepinseln und dem Kurieren einzelner kleiner Dinge absehen. Wir sollten erkennen, dass diese Symptome einer grundsätzlichen Erkrankung, um einmal den Ausdruck Erkrankung zu benutzen, sind. Die Vorwürfe Zersetzung, Volksfremdheit, Heimatlosigkeit, das zu entfernende Geschwür am gesunden Körper und der sarkastische ewige Juden sind so eindeutig antisemitisch konnotiert, dass ich glaube, heute im Gegensatz zu meinen schriftlichen Ausarbeitungen darauf nicht besonders kommentierend eingehen zu müssen, sodass ich jetzt zum Schluss komme zu Ernst Bloch. Meine Güte. Kein Autor wird als Autorität und Berufungsinstanz so häufig ins Feld geführt, wenn sich Heimatfreunde ans Geschäft machen wie Ernst Bloch. Dass sie sich dabei für Ernst Bloch als Philosophen und Theoretiker nicht interessieren, weiß ich auch. Immer geht es meist nur um den letzten Halbsatz, aber um die letzten Sätze seines Hauptwerks, das Prinzip Hoffnung, das Bloch im amerikanischen Exil schrieb, dann in der DDR nochmal überarbeitete und als, was er ja wohl für einige Jahre war, als Staatsphilosoph der DDR in den 50er Jahren im Aufbau Verlag veröffentlichte er es. Wenn man dieses blöde Wort mal eben benutzen darf, in Disput geraten oder Ungnade gefallen durch 1956 und Ungarn, wo er sich gegen die Staatspolitik positionierte. Dort heißt es, der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte, ja alles und jedes steht noch vor der Erschaffung der Welt als einer rechten. Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, hat der arbeitende Mensch sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in der Kindheit scheint und worin noch niemand war, Doppelpunkt, Heimat. Dieses Zitat, Bloch-Verteidiger, auch Peter Bierl und andere haben das immer wieder gesagt, dieses Zitat lässt natürlich keinen anderen Schluss zu, als dass an dieser Stelle Bloch mit Heimat einen Ort der klassenlosen Gesellschaft, den es noch nicht gibt und noch nie gegeben hat, also einen utopischen Ort meint. Damit könnte man das belassen so. Sagt mal, aber die nehmen Bloch zu Unrecht in Anspruch. Er meint ja was anderes. Aber das will ich nicht, halte ich für falsch, denn es tut sich ja, meine ich, zugleich die Frage auf, warum er Heimat einsetzt, wo man ja auch landeshandelsüblich Kommunismus, Sozialismus, klassenlose Gesellschaft, freie Assoziation der Produzenten, befriedete Gesellschaft und so weiter sagen könnte oder andersherum die Frage sich auftut, ob hier auch andere Worte stehen könnten, wie Harmonie, Idyll, Gemütlichkeit, Volksgemeinschaft. Ich meine eben, dass Bloch, dass meine Antwort lautet,
Bloch wählt den Begriff in erster Linie, weil er selbst konservativen Inhalten verhaftet ist. Und in zweiter Linie auch in taktischer Hinsicht, also um den Nationalsozialisten etwas entgegenstellen zu können oder ihnen das Wasser abzugraben. Ernst Blochs Denken ist zentral einer Maxime verpflichtet. Er schreibt, das Thema der fünf Teile dieses Werks, Prinzip Hoffnung, sind die Träume vom besseren Leben. Und sein ziemlich apologetischer Biograf Arno Münster hält die Selbstbezeichnung von Ernst Bloch, er sei ein militanter Optimist, für die größte Tugend des Philosophen. Das ist natürlich, schon hier ist angelegt, der Antagonismus zwischen der Philosophie und Theorie von Ernst Bloch und der kritischen Theorie, die diesen militanten Optimismus vielleicht nie, aber ganz bestimmt nach Auschwitz für unangemessen hielten, und entsprechend schroff fallen auch die Kommentare aus, die ich jetzt nicht vorlesen will, denn sieht das so aus, als würde ich mit Adorno Bloch niedermachen wollen. Dietmar Dath, der ist unverdächtig, der schreibt, Bloch habe im Zeichen der Utopie versucht, alles, was ihm irgendwie sympathisch war, von der Bergpredigt bis zur Forschungsfreiheit, unter einen begrifflichen Hut zu zwingen, den der Utopie. Das hat tatsächlich etwas Zwanghaftes und sehr Konstruiertes, etwas sehr Gewaltsames. Denn Bloch ist von der Sehnsucht getrieben, überall progressive Sehnsüchte zu entdecken oder in etwas hineinzugeheimnissen. Etwas willkürlich, nämlich die allgemein als sehr reaktionären bekannten Turner von Turnvater Jahn. Die bespricht er so. Turnen statt Drill, ein Sanksturm und Drang des Leibs vom gestrafften Rückgrat ging gefährliche Anregung aus. Und die jungen Turner dachten an Freiheit, aufrechten Gang, Kraft vor dem Feind, sich nicht docken, sondern seinen Mann stehen. Ja, das stimmt nicht. Er möchte, dass das so ist. Blochs Anliegen, den fantasielosen Revolutionären die Lehre zu erteilen, dass sie die mystischen, spirituellen, messianischen, religiösen Potenzen des utopischen Denkens übersehen, ist allgegenwärtig. Die Linke habe die geheime Verbindung zwischen frühmittelalterlicher Mystik, Schiliasmus, radikaler Ketzerbewegung und dem Wiederaufleben urchristlicher Ideen mit den Zusammenhang mit modernen Kämpfen oder Möglichkeiten von Kämpfen unerkannt beiseite zu geschoben. Ich gebe zu, dass dieser Aspekt, also Blochs expressionistisch-mystisch gefärbte Sprache und Metaphysik der Innerlichkeit, wie sein Biograf sprach, mir manche Seite Bloch-Lektüre quälend gemacht hat. Das müsst ihr nicht als wahres Argument nehmen. Ich bin schwer geschädigt von Disputen mit Befreiungstheologen und Religionserneuerern und Christen bei den Grünen und dachte, das in deinem Leben kein zweites Mal, aber dann kam Bloch und habe ich dann auch durchgestanden. Ich will nun, und das soll ja politisch bleiben und hier nicht jetzt, was ich denke oder so, ich will nun, und wieder hat die Auswahl einige Portionen Willkürlichkeit, einige Beispiele für Blochs konservatives Denken oder, wenn euch das zu schroff ist, meinetwegen auch konservative Facetten in seinem an Marx orientierten Denken aufführen. Mir sollen die Zitate nicht sagen. Es koexistiert bei ihnen ein enormer technologischer Fortschrittsoptimismus mit einer Verklärung des Althergebrachten, des Brauchtums, der Rolle der Frau und Ehe und der Abwehr westlicher Kultur. Zum Fortschrittsoptimismus, das bekannteste Beispiel ist, glaube ich, seine emphatische Begründung der Atomtechnologie als
die Menschheit von der Arbeit befreienden Kraft und so etwas, aber auch von Eugenik verspricht sich Bloch utopische Potenziale. Ich zitiere mal, alles spricht dafür, auch auf dem Wege organischer Züchtung die Aggressionstriebe zu reduzieren, die sozialen zu befördern, sowie der Nährwert des Getreides, die Süßigkeit der Kirschen gesteigert worden ist. Die Kühnheit liegt ihm nahe, den Leib vor der Geburt bereits in seinen Anlagen richten zu wollen, gleichsinnig mit der Zeit, wie man eine Uhr richtet. Dieser Gedanke, ob der Mensch dessen Züchtung zum vollwertigen Mitglied einer sozialistischen Gesellschaft missglückt, ein Mensch, der vielleicht nicht mit will oder nicht kann oder rebelliert, behandelt werden soll wie eine saure Kirsche, die auf den Müll landet, wie wir alle wissen, drängt sich bei diesem Zitat schon auf. Zu Frauen und Ehe. In der bürgerlichen Frauenbewegung, schreibt er, gebe es leider einen unbändigen Männerhass, Neid und einen grotesken Willen zu überbieten, während die Arbeiterin sich nicht von Männern ihrer Schicht benachteiligt fühlt. Deswegen läuft es, wo es noch naturgemäß zugeht, auch gut. Doppelpunkt. Mann und Weib werden hier als Bild vorgestellt, das eine anmutig und gewährend gut, das andere kraftvoll und herrschend gut. Erst die Verbindung aber wird Segen an sich. Sie erscheint als Einheit von Zartheit und Strenge, von Huld und Macht, ja von Hure und Prophet. Zur Familie viele ähnliche Sachen und zu Brauchtum und Volkstanz, das Bloch außerordentlich schätzt und verteidigt, gegen den Stumpfsinn der Moderne liest man im Prinzip Hoffnung. Roheres, gemeineres, dümmeres als die Jazz-Tänze seit 1930 ward noch nicht gesehen. Jitterbug, Boogie-Woogie, das ist außer Rand und Band geratener Stumpfsinn mit einem ihn entsprechenden Gejaule, das die sozusagen tönende Begleitung macht. Solch amerikanische Bewegung erschüttert die westlichen Länder nicht als Tanz, sondern als Erbrechen. Ich glaube, jedenfalls ist zunächst mal klar, das Wort Heimat, das das ganze Werk von Bloch durchzieht, ist nicht nur ein Wort, das den Schlusspunkt setzt, sondern ist ein als utopischer Begriff wie auch als praktische Handlungsmaxime, dort heißt das dann oft, konkrete Utopie eingesetzt, wie auch das zum Beispiel versucht, das Bloch-Wörterbuch-Kapitel Heimat mir zustimmt, darzulegen. Das ermöglicht den Bloch-Anhängern, davon gibt es nicht mehr viele, aber ich weiß, die gibt es noch, ja auch immer sozusagen die Trivialisierung des angeblich großen Wurfes. Also zum Beispiel in diesem Bloch-Wörterbuch Heimat findet sich jetzt eine konkrete Anwendung, die geht so: Die Lehre vom guten, richtigen Leben könnte mittels des Bloch'schen Heimatdenken Konturen und perspektivische Prozessualität bekommen. Ganz schöner Anlauf, ne? Dann geht's weiter. Genannt sei hier die Idee eines Good Governments, verbunden mit der Strategie von Empowerment, mit persönlicher Self-Esteem und innerstaatlicher Self-Reliance. Bitte euch, wenn das Utopie ist, dann brauche ich keine Philosophie mehr. Viel ehrlichternd und generell abzulehnen ist allerdings für keinen, und das will ich so vehement sagen, für keinen heutigen Antifaschismus zu gebrauchen, wo er den Nationalsozialismus bzw. einen Großteil seines Anhangs eine Art progressiver Sehnsucht andichtet
Und das wird gerade in diesen Versuchen, Bloch zu aktualisieren, wie im neuesten Argument-Sonderheft behauptet. Das ist katastrophal. Das führt dazu, dass die Nazis nicht mehr Nazis, sondern beseuchte Bürger heißen. Wenn die Leute vom Argumentverlag das heute von Bloch lernen wollen, was ich hier nicht genau, nämlich den Rechtspopulismus als schiefen Statthalter realer Demokratie zu sehen, dann verwerfe ich diese Verharmlosung komplett und will das noch eben. Bloch sucht, heute sagt man, Entschuldigung, doch, doch, in Erbschaft dieser Zeit von 1935 kritisiert Bloch die marxistische Linke, und das ist immer in erster Linie die KPD, der er sich verbunden fühlt, sie sei zu analytisch, zu kalt, zu mechanisch-materialistisch gewesen und habe Sehnsüchte und unterdrückte Wünsche und Fantasien, insbesondere bäuerlicher und ähnlicher Schichten, übersehen habe, das ist ein Zitat, irrationale verworfen, statt es zu entgiften. Die Nazis seien deshalb Emotionen zugeflogen, die umso mehr als sie schwindelhaft betrogen, Fälschungen, Falschmünzereien, Missbrauch betrieben, Diebstähle an Formen und Ritualen der kommunistischen Bewegung übernahmen, täuschten, verführten und so weiter, gelang. Bloch sucht, heute sagt man, Anknüpfungspunkte auf mehr als nur brüchigen Eis. Dazu wieder wenige und ganz knapp kommentierte Zitate. So findet sich zum Beispiel bei ihm solche Passagen, ob es im Führertraum nicht progressive Sehnsüchte sich verbergen, die aus historischen Ereignissen vom guten Kaisertum und so etwas abzuleiten sind. Und er will mit aller Macht den Nazis den Terminus Drittes Reich entwinden, mit dem Hinweis da, dass das auch mal, dass es sich da um einen Diebstahl handelte und auch mal eine Utopie der chiliastisch-christlichen Ketzerbewegung des 13. bis 15. Jahrhunderts in den Lehren von Joachim von Fiore den Begriff Drittes Reich verwendet habe. Das könnt ihr spannend finden oder abseitig. Und in dem Bloch aber, und da wird es wichtig, am Nationalsozialismus den Antisemitismus und den Antikommunismus als zweitrangig, randständig für dessen Wirkungsmacht erklärt, konnte er erst die Massen als bloß Getäuschte, als bloß Verführte, verblendet Glückssuchende stilisieren. Zitat. Nicht daraus erklärt sich die anhaltende Kraft des hitlerschen Programms, das hier Befreiung von Juden, der Börse, der Zinsknechtschaft, des internationalen Kapitals, von dem vaterlandsfeindlichen internationalen Marxisten versprochen wird, sondern weil er eine Truppe mit Mythos geschaffen habe, eine Truppe mit unbürgerlicher Zucht, mit säkularisierter Ethik der Ritterorden, mit der Tugend der Entscheidung statt der Feigheit der Bourgeoisie. Und darauf basierend sieht Bloch im, und das ist ein Zitat, was ich jetzt vorlese, im Stoßtrupp Hitlers und seiner Offiziere gute, kräftige Jugend, roh und von den scheußlichen Hintergrund der Nachläufer infiziert, aber im Ganzen reinen Willens. Von der Börsenzeit, der Depression des verlorenen Krieges, der Ideallosigkeit dieser stumpfen Republik angeekelt. Immerhin, schreibt Bloch, trägt die Hitlerjugend zurzeit die einzig revolutionäre Bewegung Deutschlands. Ein Teil des Faschismus in Deutschland ist gleichsam der schiefe Statthalter der Revolution. Und wer mit dieser Sehnsucht einhergeht, der macht nur falsche Analyse zu dem, was in Chemnitz und sowas auf der Straße ist. Nicht unbedingt als Statthalter der Revolution, sondern
meinetwegen als Protest gegen postdemokratische Entmündigung oder so etwa. Deutlicher kann ein Fehlurteil auch in der historischen Situation von 1935 nicht ausfallen. Dem betrogenen reinen Willens sei deshalb vor Augen zu führen, und das ist mein letztes Zitat, den betrogenen reinen Willens sei deshalb vor Augen zu führen, wovon Bloch jedenfalls bis 1956 selbst überzeugt war, dass doch eigentlich ihr Ideal, das Ideal der Hitlerjugend und anderer kämpferischer Anhänger, andernorts schon verwirklicht worden sei. Das Zitat geht so. Wie anders hat Lenins Russland bereits Heimat und Folklore einmontiert. Nicht nur spießig oder angesetzt, zeigen sich hier organische Kräfte der Familie, die organisch-historisch Gebliebenen der Nation, umfunktioniert und in den Dienst der Tata, Volksgemeinschaft gestellt, aber einer echten. Ich habe begonnen mit dem Versuch der Feststellung, kein Begriff siedelt so nahe an dem Ideal der Volksgemeinschaft wie der Begriff der Heimat, mehr noch als die Nation. Und wir finden bei dem berühmtesten, wenn ich das so sagen darf, marxistischen Heimatphilosophen das Ideal der Volksgemeinschaft als verwirklichtes. Die bessere Volksgemeinschaft als die der Nazis. Daraus würde sich die Aufgabe für uns entwickeln. Überlassen wir den Rechten nicht die Volksgemeinschaft. Wir machen nächstes Jahr, wenn irgendwie eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, hier eine schöne Konferenz zum Thema, dürfen wir den Rechten den Begriff der Volksgemeinschaft überlassen. Und dann erinnern wir daran, wie häufig in den Reden von Friedrich Ebert doch der Begriff der Volksgemeinschaft vorkam. Und dann erinnern wir daran, dass doch in dem angeblich linkesten Programm der Sozialdemokratie von 1922 die Idee der Volksgemeinschaft formuliert wurde. Und dann stellen wir fest, dass im heutigen, ganz etablierten Wissenschaftsbetrieb doch schon wieder behauptet werden darf, der Begriff der Volksgemeinschaft sei von den Nationalsozialisten kontaminiert worden. Und dann reden wir nur noch Scheiße, weil Heimat und Volksgemeinschaft so nah beieinander sind. Das ist vollkommen, wer wie Bloch, Volksgemeinschaft assoziiert mit organischer Natürlichkeit. Mit organischer Natürlichkeit von Nationen. Und für den kann Opposition diskutieren wollen. Sozialismus als Mehrstreit, der allerdings nicht auf den Plattformen der ewigen menschheitsgeschichtlichen Erpressung der Lohnarbeit stattfindet. Als heftigere Kontroverse denken, weil er überhaupt nicht legitime Opposition und Disput denken kann, sondern nur zu bestrafen der Feinde der harmonischen Ordnung. Ich weiß, vielleicht ist das etwas gekrampft, ich weiß das. Aber vielleicht ist in diesem Bild, Blochs Bild der Volksgemeinschaft, seine von seinen Anhängern oft gerne verschwiegene, vehemente Zustimmung zu den Moskauer Prozessen und insbesondere dem Prozess um Karl Radek angelegt als Feinde der doch eigentlich bestehenden organischen Ordnung oder des Staats des ganzen Volkes. Das werde ich nicht aufschreiben, das geht mir zu weit, da bin ich nicht klug genug und so will ich Bloch auch nicht in die Tonne treten, aber ich will sagen, aus dem Sozialismus die wirkliche, als die Verwirklichung der echten Volksgemeinschaft denkt,
der macht intellektuell aus dem Sozialismus eine despotische Ordnung. Deswegen rate ich das zu verwerfen. Und nun, wie ich sehe, war ich genau 10 Minuten zu kurz. Nein, aber... Dankeschön.